34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. Unfassbar. Deswegen empfehle ich, denken Sie selbst, sonst tun's andere für Sie. Dieses Buch ersetzt nervige Halbbildungen durch sympathisches Zweidrittelwissen. Mit diesen wissenschaftlichen Fakten können Sie auf jeder Party glänzen, müssen aber nicht. Ich habe eine wunderbare Denksportaufgabe für Sie. Thomas Cook, berühmter Weltumsegler, machte drei große Fahrten. Auf eine dieser Touren verstarb er. War es A die erste, B die zweite, C die dritte? Also ich würde vermuten die dritte. Vollkommen richtig.